Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eurofishing mit der poppenden Kotzfrucht. Oder was ich mache gerade den Karpfen nach. Ach so. Ja. Nice. An Land, weißt du. Wir gehen heute auf Karpfen, weil wir gehen an Gewässer, wo nur Karpfen gibt, zum Digger Lake. Als hätte ich es gerochen. Als hättest du es gerochen. Du hast halt den siebten Fisch hin. Was? Siebten Fisch sind? Ja. Du meinst, einfach bei großer Anstrengung nach Luft schnappen. Zum Beispiel. So, wir gehen jetzt da ganz rechts. Ganz rechts. Ganz rechts. Oh, und da spackt die Route rum. Gehen wir hier rum und hier sind, glaube ich, zwei Spotties irgendwo, oder? Ich glaube. Ja, da hinten ist schon mal einer. Ja, einer, ja. Wo ist denn der andere? Den sieht man wieder gar nicht. Ich gehe durchs Gebüsch, damit ich eher da bin. Ja, da wurden aber zwei eingezeichnet. Und, oder ist das hier einer? Ah, das hier ist auch einer. Man kann direkt neben dir angeln. Hau mal ab. Hallo. Na? Hier kannst du gar nicht so weit auswerfen, kann das sein? Ja. Du bist auf der anderen Seite, wa? Das wäre natürlich nicht so geil. Ich weiß aber nicht, welche Hakenhose ich am besten benutze. Vorhin habe ich nur. Das war ein bisschen arg schlapp. Kieshaken dabei, das ist natürlich auch scheiße. Da ich nur einen Haken besitze, ist mir das eigentlich ziemlich egal, was ich hier dran mache. Das stimmt. Ich hau immer die Tigernüsse dran. Das sind echte Tigernüsse. Bist du Mike Tyson oder was? Vom echten Tiger. Habe ich aus dem Zoo extra mitgebracht. Boah, du bist ein richtiger Badass. Da kannst du von ausgehen. Warte mal. So, Marc, was ist denn heute dein Fangziel? Du setzt dir doch bestimmt immer ein Fangziel. Ein dicker Karpfen. Ein Bossfisch. Okay. Mein Ziel ist immer, einen Bossfisch zu fangen. Aber ich habe den 6er Haken nur als Schlamm dabei und hier ist überall. Ach, nur als Kies dabei und hier ist überall Schlamm. Boah, da hinten springt einer. Den habe ich gesehen. Oh. Also, mein Ziel für die Session heute ist nicht ins Wasser zu fahren. Ah, du hast dir immer noch nicht die Billy Dance Videos angeguckt, ne? Nee, noch nicht. Aber mir beißt schon einer. Nee, Billy Dance Videos habe ich mir noch nicht angeguckt. Das muss ich gleich mal nachholen. Auf die 2. Ja, solltest du auf jeden Fall mal machen. Jetzt habe ich den Darstellungsmodus von dem Spiel natürlich auch von fensterlosem Rahmen wieder auf Vollbild zurückgeändert. Sonst hätte ich das jetzt mal geschwind machen können. Aber du besitzt sowas wie ein Handy. Ich bin so ein harter Motherfucker. Ja, aber mein Handy ist total für, ne? Für die Tonne. Wolltest du das damit sagen? Poco. Ja, genau. Kevin, ich kann dir meins verkaufen. Also möchtest du meins haben? Nein, danke. Oh, schade. So. Oh, Mist. Einmal kurz ins Spiel zurücktappen. Lebt es noch? Ich höre nichts piepen. Nee, ich gucke auch hauptsächlich erstmal. Ah ja, okay, aber das geht noch. Gut. Was habe ich hier auch? Es hat sich nicht zerstört. Ich habe noch einen Fisch an der 1. Achso, noch einen. Das ist meine riesen Tigernuss, wo der gerade drauf gebissen hat. Mir dachte ich mal, dicker Fisch wird. Billy Dance. Einer der Treffer bei YouTube lautet Billy Dance Talk Dirty. Das ist der falsche, glaube ich. Dann kommt er wieder dein Porno-Fetischisten danach. Junge, wenn ich Billy Dance eingebe, kommt hier irgendwas mit Bauchtanz, also Belly Dance. Ja, vielleicht heißt es auch Bill Dance oder so, ich weiß es nicht mehr. Gib einfach Bill Dance Blooper ein oder so, dann kommt ja, das schon. Ja, okay. Bill Dance Blooper Volume 1. Komm, das gebe ich mir jetzt. Aber leise. Boah, der sieht ein bisschen aus wie Benny Hill. Kennst du Benny Hill noch? Nee. Also wahrscheinlich kenne ich den, aber ich weiß wieder nicht, was der so heißt. So ein britischer Slapstick-Komiker aus den 80ern, der ist aber auch schon tot. Ja, du weißt, Alter, hier bitte. Das
ist ins Wasser gerutscht, ey. Ja, ich sag doch, der ist nur der ist mehr im Wasser als an Land, ey. Ja, jetzt hat er seine Angel da in einem Baum verfangen. Nein, mein Fisch ist ab. Der ist an Land geschwommen, was ein Penner. Reißt er da einen Baum um? Der Mann sieht fähig aus. Ja, ich glaube, der ist eine Angelshow in den USA. Daher kommen, glaube ich, die ganzen Bloppers. Bloppers. Komm, ab in den Kescher, ab in den Kescher. Ah, guck an. Ein Mirror Carp. Was, du hast einen Fisch gefangen, hat gar nicht gepiept. Hat er? Ja, war ein Sneaky Fisch. Ja, aber der ist ganz klein. Oh. Der geht da rum. Süß. Der Kleine. Eieiei. So. Da sind wir Level 4. Und da schmeißt Billy seine. Oh, du hast einen. Weg. Echt? Welcher denn? Ach ne, ich? Ich? Junge. Du hast einen. Junge. Junge. Erstmal die 3. Ach, nur ein bisschen doof. Ja, du musst. Hast du die Szene mit der Schlange schon gesehen, ey? Google mal. Ja, ach, nicht. Google. YouTube mal. Bill Dance Snake. Ja, vielleicht kommt das ja gleich noch. Ich weiß nicht, ob da das einzelne Video existiert. Oder einer macht dir so einen Anschlag. Aber der Fisch bleibt nicht hängen und der hat den so fest gemacht, dass der Köder ins Gesicht fliegt und in der Nase hängen bleibt mit dem Haken. Das ist auch gut, ey. Ach, aber das ist nicht dieser Angler, der immer so cholerisch wird, oder? Weil ich habe mal so ein paar Angelvideos, also so auch so ein paar Blooper-Videos von so Anglern gesehen, auch englisch oder amerikanisch. Und der, boah, der tilt jedes Mal richtig krass aus, wenn der irgendwie ein Versprecher oder sowas hat. Weiß ich nicht, vielleicht war das dann auch. Da denkst du immer, keine Ahnung, Angeln ist ein sehr entspannender Sport, nee, wenn man das als Sport bezeichnen möchte. Action pur. Ah, ich glaube, das ist der. Jetzt wird der von der Kamera da umgekloppt. Ja, aber da kannst du sagen, was du willst, das ist doch teilweise auch gestellt. Ja, habe ich mir auch schon überlegt, ey. Das so doof kann doch keiner. Ohne Witz, ich hatte da so eine. Da hat der einen Baum da so wackelt, der die Schlange runterfällt, als ob da eine Schlange auf dem Ast ist, der irgendwie sieht, ey. Ja, aber jetzt ist da gerade die Szene gewesen, da wurde er von seinem Kameramann mit dem Kamerakran umgekloppt. Doof kann doch keiner sein. Ich meine, ne, man hat schon Pferde kotzen sehen, aber. Dem passiert das ganz schön oft. Wenn das nicht gestellt wäre, dann würde ich mir Sorgen machen. Den versichert doch keiner. Doch, die Fernsehsendung. RTL würde das. Ja, eben. Hat die so durchgehen jetzt, wo lassen. Unter Gabriel ja nicht mehr im Dschungel ist. Haben sie Geld gespart. Richtig. Wobei, da ist immer noch dieser andere alte Sack, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Boah, ich weiß auch nicht, wie er heißt. Ernst? Nee, Ernst nicht. Nee, heißt der nicht irgendwie Rolf sowieso? Ja, Rolf. Da Rolf Zacherl? Rolf Zacherl? Nee, ich glaube, ich kenne nur Ralf Zacherl, aber. Jetzt den Fisch schon wieder ab, das kann nicht wahr sein. Ja, ist es sicherlich nicht. Ich bin mal zu langsam bei meinem. Bei meinem Dingsköder hier. Bei meiner Tigernuss. Naja. Ich glaube, bei den Pizza. Die Chicks, die wollen auch immer meine Tigernüsse. Hast du dir so eine Tüte gekauft oder was? Das Niveau sinkt. Was für ein Niveau? Ja, richtig. Ist das eine Hautcreme? Ja. Ich habe auch so eine Niveau-Hautcreme. Nein, er ist abgerissen. Die ist voll geil, die riecht voll geil. Was ist abgerissen? Was riecht voll geil? Entschuldigung. Meine Niveau-Hautcreme. Achso. Nach was riecht die denn? Nach Kindertränen? Ja, wahrscheinlich. Oder die riecht bestimmt nach den Tränen der Tiere, an der sie getestet wurde. Damit könnte ich leben. Boah. Alter. Ja, man muss halt auch verbringen. Du machst ja echt keine Freunde, weißt du das? Besser als die ganzen Tierschützer, die meinen, wir sind Tierschützer und lassen die Tiere in der Wildnis frei. Du bist ein bisschen wie dieser Lord Farquaad aus Schreck. Einige von euch werden sterben, aber ich bin gewillt, dieses Risiko einzugehen.
Ja, ist das so? Na komm. Na komm. Besser einmal, schon mal vor die Testnet an Menschen. Ja und? Ich meine, die können dafür nur an so Terroristen oder so. An so Straftäter. Keine Todesstrafe, jetzt wird einfach mal Medikament an dir getestet. Herr Gerichter, ich nehme den elektrischen Stuhl, aber bitte nicht die Uschi Glashautcreme. Stell mal vor, die nehmen das dann, ne? Und dann brechen die aus dem Knast aus, wie hieß er nochmal? El Chapo, Junge. Ach so. Ich weiß es nicht mehr. Und yeah. Stell mal vor, der hat die Hautcreme genommen. Den hätte doch keiner wiedererkannt. Den hätten die nie vor allem hätte er mit der Uschiglas-Hautcreme die Gitterstäbe durchätzen können. Ja, da kommt noch dazu. Packst du einmal hin, ey. Zack, bist du raus. Hörst du nur so. So Tisch. Ja, die Uschiglas-Hautcreme kriegt jede Pore frei. Der Kevin spricht aus Erfahrung. Mhm. Der kommt früher langsam ins Alter, wo man das... Früher war ich mal richtig hübsch. Jetzt sehe ich aus wie der Mond. Früher war ich mal richtig hübsch. Ja, das stimmt auf jeden Fall. An dieser Stelle blende ich direkt mal ein Foto von Kevin in der Jugend ein. Boah, jetzt kommt bestimmt irgendwie so ein... Keine Ahnung, diese komischen Tiere ausgestopft. Wie heißt das nochmal? Taxidermie. Misslungene Taxidermie. Kennst du die? Ich wollte eigentlich... Da gibt's auch so ein, ja, ich habe so einen an der Wand hängen. So ein Wiesel. Habe ich das noch nie... Doch, ich habe dir locker ein Foto davon geschickt. Ich meine, ich kenne das sogar, was du da hast. So ein... Nein, aber es gibt doch so ein Video... Das ist richtig hässlich. Gibt doch so ein... Video bei YouTube mit verschiedenen miserablen Taxidermien. Aber als ich das erste Mal gesehen habe, ich habe mich so weggeschmissen. Oh ja, manche, Alter, da kennst du die Tiere nicht mal mehr. Aber ich sage immer... Wie heißt nochmal dieses komische zusammengeschusterte Tier, was die in Bayern haben? Wolpertinger ja, oder so? Kann ja das sein? So ein Hase mit so Hörner. Ja, genau. Und irgendwie Enten... Ja, Entenschnabel oder Füße so, oder was weiß ich. Ja, ja. Ja, so sehe ich jetzt mittlerweile aus. Du bist halt nicht von Chuck Tester präpariert worden. Was? Chuck Tester? Alter, sag mir nicht, du kennst Chuck Tester nicht. Ich glaube, da muss ich passen. Dein Ernst? Ja. Kevin? Wer ist das? Nimm bitte dein Handy in die Hand. Ja. Und suche bei YouTube nach Chuck Tester. Und dann guck dir seine geile Premium TV-Werbung an. Chuck Tester. Es hat sehr laut, muss ich da Ton ausmachen? Weiß ich nicht. Du musst auf jeden Fall den Ton hören. Weil der ist wichtig. Tester. Hatschi. Hey, Entschuldigung. Wo ist denn meine Eins hin? Chuck Tester. Official OJ Valley Taxidermy TV Commercial. Okay. Nope. Boah, wie schlecht ist das? Das ist doch wohl absolut richtig geil. Wobei doch, ich glaube, das kenne ich doch. Ja, das kennt jeder. Wie die Antilope da mit dem Auto fährt, ey. Alter, der Fisch ja, und, an Land gegangen ist. Und danach, wenn er mit dem Bären da mit dem Bär im Bett liegt. Ja, das ist auch geil. Boah, ist das scheiße. Nope, just Chuck Tester. Ship from anywhere. Du Scheiße, ey. Ach, ist der Fisch auch schon wieder ab, ey. Das Gewässer ist jetzt so klein. Und für sowas bezahlen die Leute Geld. Krass. Das ist gar nicht mal so billig, so ein Tier präparieren zu lassen, ey. Das geht schon schneller in die
100 Euro und mehr. Da frage ich mich nur immer, wer sowas sich in die Bude stellt, wenn er nicht gerade Jäger ist. Ja, Jäger. Sonst glaube ich keiner außer Jäger. Ja. Und halt so wannabe Berlin Fashion Victims, die sich dann die Hirschgeweihe weiß anmalen und als Kleiderständer benutzen. So Alter, der geht schön an Land. Alter. Ich kriege hier keinen Fisch raus, weil die alle an Land schwimmen. Der geht an Land? Ja. Du entwickelst dich nicht, mein Freund. Du bleibst im Wasser. Du bist kein Quastenflosser. Wer hat dir was von Darwin erzählt? Da sind wir wieder bei der Bildung, Gavin. Mhm. Bildungsauftrag. Wer weiß, ob das stimmt. Wie? Ja, was Darwin da geschrieben hat. Oder ach so, ob der das auch geschrieben hat. Du bist mehr so ein Kreationist, oder was? Ja. Ich bin bei meiner eigenen Meinung, ich lese Bild. Ja. Du als bibeltreuer Christ liest Bild. Die haben letztes Mal irgendwann, hab ich gesehen, haben die auf der Straße so eine Umfrage gemacht. Da haben die so richtig krasse Bibelverse rausgesucht. Wo da steht, was weiß ich, ermorde den und den. Ne? So nach dem Motto, ermorde deinen Nächsten. Und dann haben die gefragt, ob das aus der Bibel oder aus dem Koran ist. Und alle haben gesagt Koran. Alter. Oder Witz, der Koran ist... Der also, ist locker zehnmal harmloser als die Bibel, ey. Richtig, der ist eigentlich viel... also da steht sehr vieles drin, was eher für Harmonie steht. Und das nicht stimmt. So wie in der Bibel, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Ei um Ei. Ja, wenn du die Bibel so liest, dann denkst du dir, das ist... Ganz schön brutal. Ich meine, da kann sich ja jeder sein eigenes Bild zu machen und seine eigene Meinung zu haben, steht ja jedem frei. Seine eigene Bibel. Aber das ist einer der vielen Gründe, warum ich mit Religion absolut nichts anfangen kann. War ich auch nicht. Das sagen die zahlreichen Tätowierungen, aber von mir so. Oder was? Also, ja, klar. Der Einzige, der tätowiert ist, bist du, ey. Aber ich hab wenigstens kein Arschgeweih, wo draufsteht, oder was liest I Love Jesus. Komm, ich das hätte, Junge, dann wäre ich schon von der Rücke gesprungen, da kannst du von ausgehen. Aber stell dir mal vor, du hast einen richtigen Abschuss, kannst dich an nichts mehr erinnern und das Einzige, was du morgens siehst, wenn du in den Spiegel guckst, nachdem du aus der Dusche gestiegen bist... Penis auf der Stirn. Ist irgendwie so ein richtig peinliches Tattoo. Warum ist der denn schön abgerissen? Mir reißt die ganze Zeit die Fische ab. Ja, mir gerade auch. Zweimal. Das Gewässer ist irgendwie nicht so geil. Ich glaube, das sind hier einfach ziemlich harte Brocken. Ja, ich habe jetzt ein paar gefangen und die haben alle nur so 10 Kilo maximal gehabt. Ja, vielleicht sind das so Steroidfische. Ist hier irgendwo eine Abwasserleitung von einem Wehr? Wahrscheinlich. Man kann nie wissen. Der bleibt hier, ey. Der bleibt hier. Du hast noch einen Fisch an der 1. Ja, ich weiß. Mann. Muss ich den hier wieder ranziehen, oder was? Ah, jetzt aber. Jetzt. Und, jawollo. Boah. Ein Common Car. Was ein Brummer. Ja, aber jetzt schnell an die 1. An die 1. Bitte nimm die Eds in die Hand. Hallo. Ich habe auch einen. Ach, der... Du musst, du musst dich mal weiter zu deinem Rotpot stellen. Schießt zu weit weg. Alter, ich kann... Oder auch nicht. Dann drück erstmal Leertaste. Ja, jetzt. Meine Fresse. Ach, jetzt hab ich auch wieder an beiden eine, ey. Fischi, komm, fischi. Drei. Ja toll, jetzt ist der da hinter der Landzunge. Dann verabschiede dich schon mal vom Fisch. Nein. Wir sind Freunde. Okay. Komm her. Komm, mein Kleiner. Komm schön ran. Ja, komm. Ja, fein. So angelt der Max sich übrigens auch immer seine Liebelein am Spielplatz. Meinst du die kleinen Babyhunde? Ja. Ja, was stimmt. Sonst? Ich sag mal, Hunde kaufen kann jeder. Aber mit Leckerchen locken nicht. Da wären wir wieder bei dem Thema, als ihr deine Eltern damals, als ihr noch einen Hund hattet,
immer Leberwurst ja. an die Stirn geschmiert habt, haben. So. Alter Deutsch und so. Boah, der wehrt sich! Der wehrt sich! Wenn mich so ein Mongo angeln würde, wie ich jetzt einer bin, würde ich mich auch wehren. Ich hab mal vor dem Blick aus dem Wasser, wenn er sich da sieht, ey. Oh nee, nicht so dir schon. Ah, jetzt. Noch so einen dunkel pigmentierten. Man könnte gerade meinen, du wärst rassistisch. Ja, ist aber nicht so. Ja, wer den Marc sieht und seine Rastas, der wird erkennen, dass er selber halb Kongolese ist. Vor allem meine Hautfarbe. Tief im Herzen bin ich Afrikaner. Ja. Aber ich fühle mich immer nach Afrika, hätte ich echt Bock drauf. Musst du meinen Nachbarn fragen. Der fährt regelmäßig nach Afrika. Allerdings zur Jagd. Ja, würde ich auch mitkommen. Kommt auch mit der Jagd, so ein Löwen vielleicht nicht, aber so ein Antilop oder so. Kommt ein bisschen ja, ich glaube. Naja, der ist ja auch Ladenbesitzer und bringt dann immer Fleisch mit, was er dann in seinem Laden verkauft. Also die haben ja irgendwie eine gewisse Freimenge oder so und da bietet er dann an. Boah, das sollte ich auch mal machen, ey. Kevin, scheiß auf studieren, lass einen Laden aufmachen. Mit exotischen Fleischsorten. Die wir selber jagen auf unserem Abenteuerurlaub. Und den Abenteuerurlaub, den verfilmen wir und stellen wir bei YouTube rein. Okay. Deal. Das ist wohl eine mega geile Idee. Aber das Startkapital müssen wir uns erstmal durch Spenden erschnorren. Kickstarter. Also, Leute, unter der Videobeschreibung wie immer. Oder in der Videobeschreibung seht ihr den Spendenlink. Wahlweise könnt ihr auch bitte die Hotline anrufen. 555 Hilfe für dicke Kinder. Du tust ja so, als wenn wir dick wären. Also ich war heute eine Stunde auf dem Crosstrainer. Gestern auch. Und? Vorgestern auch. Wie viele Eimer hast du weggeschwitzt? Davor den Tag glaube ich auch. Also bis jetzt halten meine Vorsätze noch. Also du weißt schon, dass man sich auch auf dem Crosstrainer bewegen muss und nicht nur draufstellen, ne? Ach also so. Das geht nicht mit, ich war auf dem Crosstrainer. Ich dachte, der macht er von alleine. Ja, gibt solche und solche. Da ist extra so ein Schlauch dran zum Absaugen. Ach so, du trittst quasi da in die Pedale. Damit der Staubsauger damit läuft. Du, so genau, Fett absaugen. Damit du dir das Fett absaugen kannst. Richtig. Ah, smart thinking. Dann hast du direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Marc, du solltest eigentlich mal Medizin studieren so und dann Schönheitschirurg. Ich sollte als Patent anmelden, das fällt mir gerade mal ein. Jetzt ist es zu spät. Meinst du, das wissen alle? Ja. Ja, vor allem ich. Ich klaue dir die Idee. Ach so. Du kannst die Buchhaltung also machen. Also, das war's jetzt für das Video. Ich bin jetzt mal offen. Tschüss. Mehr wollte der Kevin nicht. Ja, tschüss, Kevin. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal oder so. Oder vor Gericht. Ja, ich. Denk dran, ich hab gute Anwälte. Ich schick dir einen Brief von den Cayman Islands. Ich hab. Ne, wo haben wir noch alle den Sitz? Hab ich jetzt noch gelesen. In der Schweiz. Nee. In Holland, glaube ich. Was? In Holland? Ja, in Holland sind mega viele Briefkastenfirmen. Ja, Leute, der Markt, der sagt euch, wie ein Geld kommt. Wenn ich das wüsste, hätte ich selber welche. Klingt einfach. Tote Briefkästen. Ne? Die damals von der CIA. Meinst du, bezahlen einen dafür, wenn man so einen Briefkasten nimmt? Mit Sicherheit. Dann will ich das machen. Boah, ich glaube, wenn ich den Köder hab, den, wie heißt der nochmal? Boiler? Boili. Dann brauche ich mal irgendwie eine bessere Trommel oder was? Was, eine Trommel? Ja, da ist doch überhaupt kein Zug hier drauf, wenn er da am Kurbel ist. Trommel? Ja, hier da die Kurbel. Ach, die Rolle. Was ist eigentlich Trommel? Rolle. Trommel. Ich denke so, was will denn hier Trommel denn? Ja, hallo, ich mag bitte, ich benutze nur die Fachausdrücke. Ach so, ja, nicht ah, da sorry. Deine. Ja, sorry, hab ich da deine.
deine Kinderbeschreibung. Ich hab kurz vergessen, dass du die Fachmagazine immer durchblätterst. Blätter? Ich schreibe die. Ja, stimmt. Ich muss quasi nur mal mit dem Kopf auf ein leeres Blatt Papier kloppen. Nein. Alter Scheiße, ey. Und schon habe ich pures Gold gedruckt. Ist mir der Fisch wieder abgerissen. Weg mit dem Kescher. Will man den einmal landen und dann reißt ihr direkt wieder ab. Boah. Was für ein Common Carp. 6,32 Kilogramm. Hui. Aber die Fische werden langsam größer. Aber das war es auch schon wieder von der Folge. No way. Kevin hat schon die ersten Karpfen gefangen. Und das heißt... Du tust immer so, als wenn das meine ersten wären. Dabei habe ich schon ein paar gefangen. Ja, aber bald kommt der Wels. Darauf wollte ich hinaus. Achso. Denn jetzt hat er wahrscheinlich genug Kohle, um sich den Body zu kaufen. Und dann geht er richtig raus. Oh, das wird ein geiles Thumbnail, ey. Hallo. Warte. Außer ich muss wieder irgendwas da rein retuschieren. Warte, ist ein bisschen... Schade, dass man nicht auf Knopfdruck irgendwie Leute von hinten umarmen kann. Oder bücken. Bücken wäre auch geil. Ich glaube, die mal hinhocken, glaube ich. Nee, geht leider nicht. Also machen wir den Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Petri heil, auf Wiedersehen und schau mit V. Tschüss. Tschüss.